Herzlich willkommen zu diesem Video. Du möchtest herausfinden, was E-Mail-Marketing ist, welche Vorteile das Ganze hat und wie das funktioniert, dann bleib auf jeden Fall dran. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Chamo an meine Seite geholt und wir möchten heute über das Thema E-Mail-Marketing sprechen. Warum E-Mail-Marketing? Was hat das für Vorteile? Wie funktioniert das Ganze? Du hast ja mit Sicherheit schon mitbekommen, bei uns auf dem Kanal sind wir immer große Verfechter davon, ich sage jetzt einfach mal, das meiste am Telefon zu klären. Das heißt, immer möglichst schnell am Telefon sein, Direktkontakt, schnell mit den Leuten interagieren. Und das ist natürlich jetzt im E-Mail-Marketing immer nicht so einfach steuerbar. Trotzdem gibt es natürlich Anwendungsfälle, wo wir auch sagen, okay, E-Mail-Marketing einmal aufgesetzt, macht natürlich extrem viel Sinn. Weil wenn wir direkt auf die Vorteile eingehen, hatte ich gerade schon ganz kurz erwähnt, du steckst halt einmal vernünftige Arbeit in eine E-Mail-Sequenz, die du, sag ich mal, ab Zeitpunkt X rausschickst. Da sagt der Kollege später noch ein bisschen mehr zu. Aber du kannst davon immer wieder profitieren. Und gerade wenn wir uns jetzt befinden, zum Beispiel im Thema der Wiedervorlage. Ja, das heißt, du hast einen Kunden bei dir, der hat ein Angebot von dir bekommen, hat sich aber nicht direkt entschieden beziehungsweise nicht direkt gekauft, hat seine Kaufentscheidung in irgendeiner Form aufgeschoben. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, da könnte man jetzt E-Mails letzten Endes rausschicken. Von mir aus alle 4 Wochen mal eine Mail mit irgendwie einfach wertvollen Inhalten, da kann man wirklich nochmal sich überlegen, okay, was möchte ich jetzt mit meiner Mail konkret erreichen? Aber E-Mail-Marketing macht halt wirklich immer dann Sinn, aus unserer Meinung, wenn du es halt eben ergänzen machst zu vernünftiger Telefonakquise. Du kannst das Ganze theoretisch immer mitlaufen lassen, aber ich habe auch Beispiele für dich, ja, von Kunden von uns, die das Ganze halt einfach machen, um dem Kunden wirklich Mehrwert zu stiften. Da geht es dann einfach zum Beispiel darum, dass über den gesamten Kaufprozess der Kunde immer mal wieder eine Mail bekommt, einfach nur mit wertvollen Inhalten. Das kann zum Beispiel sein im Bereich Klimaanlagen, wie man halt effektiv kühlt, was man vielleicht sonst noch machen kann. Geht natürlich auch im Heizungsbereich. Das können Tipps und Tricks sein, eben für das Terrassendach, für die Küche, wie das Ganze länger hält, wie man seine Photovoltaikanlage sauber hält. Also da gibt es für jeden Bereich eigentlich immer so ein paar wertvolle, ja, sage ich jetzt mal Goldnuggets, die man seinen Kunden immer mitgeben kann, um einfach das Vertrauen in die eigene Marke zu stärken. Und ich kann dir sagen, jetzt aus unserer Erfahrung, die allerwenigsten Handwerksbetriebe haben damit wirklich zu tun. Man muss dazu sagen, man braucht ein bisschen technisches Know-how, um sich damit einmal auseinanderzusetzen. Wobei, wenn man sich da einmal reinarbeitet, das Ganze auch nicht wirklich schwierig ist. Und wir würden auf jeden Fall empfehlen, zuallererst natürlich einen vernünftigen Vertriebsprozess zu haben, weil das sage ich dir auch gleich vorweg, du brauchst kein E-Mail-Marketing, um vernünftig Umsatz mit Online-Anfragen zu machen, das definitiv nicht. Aber du kannst mit E-Mail-Marketing, wie gesagt, mit einmal aufgesetzter Arbeit, hinten raus vielleicht noch ein paar Prozent mehr rausholen, wenn du es eben intelligent anstellst. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie das Ganze technischer funktioniert, was da für Tools gibt oder in welchen Intervallen das Ganze sinnvoll ist, da hat, wie gesagt, der Kollege noch ein paar mehr Infos für dich. Es gibt natürlich viele Tools, die man natürlich nutzen kann. Es gibt auch viele kostenpflichtige Tools. Ich wollte dir einfach nur vielleicht eins nennen, was wir auch sehr oft anwenden, auch für viele unserer Partner. Da geht es um Zapier, schreibt sich mit Z, also Zapier, ist ein sehr, sehr einfaches Automatisierungstool. Also letztendlich brauchst du halt immer einen Trigger, also einen Auslöser. Was soll der Auslöser sein, um eine E-Mail herauszusenden? Nico hat ja ein paar Tipps genannt, zum Beispiel im After-Sales-Prozess, vielleicht auch, wenn du vorm Beratungstermin, dass auch nochmal eine Terminbestätigung rausgeht. Ich würde das jetzt auch mal zu E-Mail-Marketing ein bisschen ziehen. Also einfach überall, wo du irgendeinen Auslöser hast und an den entsprechenden Kunden oder Interessenten eine Mail versenden möchtest. Und da ist das Tool ziemlich einfach, weil man eine Gratis-Version hat für bestimmte Anzahl an E-Mails, die man versendet im Monat, sagen wir mal. Und gerade um sich so ein bisschen damit ja einzufuchsen, ein bisschen überhaupt die ersten Mails verschickt und sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, ist da die freie, kostenfreie Version dort ziemlich praktisch. Auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Was man natürlich aber auch nicht vergessen darf, ist im Unternehmen auch ein bisschen die Strukturen dafür zu schaffen, wann welche Mail rausgeht. Es ist ziemlich kompliziert, wenn du dir alle Partner vorm Termin oder nach dem Termin oder 3 Wochen danach und so weiter oder wann auch immer eine Mail raus soll, immer wieder auf Wiedervorlage legst und dann an den muss dann was raus, an dem muss dann und dann was raus. Und da ist natürlich auch ein CRM dafür wie geschaffen. Sprich intern, wo es quasi sowas wie Phasen gibt, in der sich ein Kunde eine Zeit lang oder an bestimmten Tagen befindet und das quasi als Trigger, als Auslöser nehmen, um diese E-Mail weiterzusenden. So machen wir das auch ganz praktisch. Wir haben auch bei uns im Unternehmen quasi einen Onboarding-Prozess, wo ein neuer Interessent, also Kunde, dann anfängt
zum Beispiel den Termin hat, nach dem Termin, was passiert zwischen den Terminen und jede Phase, die er erreicht, je nach Status, versenden wir eine andere E-Mail, ja, um einfach den Kunden Informationen zu senden. Soweit sind wir, diese Phase haben wir gerade erreicht. Und dafür lässt sich dieses Trigger-Modell ideal natürlich nehmen. Eine Sache muss ich aber noch ergänzen. Jetzt nicht klassisch E-Mail-Marketing, aber das Ganze auch ein bisschen andersrum zu sehen. Sprich, E-Mails automatisiert empfangen und versuchen sie, soweit es geht, auch automatisiert zurückzusenden. Das heißt, nehmen wir mal an, du kriegst relativ viele Mails, relativ viele Anfragen und da muss jedes Mal ein Mitarbeiter ran und muss die einzeln beantworten. Hier könnte man zum Beispiel auch, nennen wir mal ein Beispiel, du hast eine Serviceabteilung, du hast eine Produktabteilung, du hast auch irgendwas anderes und da vielleicht auch automatisiert, das ist jetzt nicht eine klassische Automatisierung, aber einfach mal über eine Landingpage oder so, erstmal den Ball wieder zum Kunden zu schicken, damit die Bearbeitungszeit generell bei euch kürzer wird. Weil solange ihr nichts tut, denkt der Endkunde, ja, ich habe jetzt meine Mail geschickt, was passiert jetzt? So. Und da diese Zeitspanne, bis ihr den vielleicht aktiv anruft oder auch eine Mail zurücksendet, der darf nicht zu lang sein, sonst verliert er das Interesse. Ja, ich könnte jetzt aber auch noch einige Tools nennen und CRMs, aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Ja, wahrscheinlich schon. Wie du gesehen hast oder wie du gehört hast, vor allem, versuch dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die eine Sache, die eine Kampagne vom Scheitern bis hin zum Erfolg bringt. Aber es ist, wie gesagt, eine Sache, die machen relativ wenig Leute und man kann mit ein bisschen technischem Know-how und einmaligem Aufwand da, wie gesagt, hinten raus ein paar Prozent nochmal rausholen. Wenn dir das Video gefallen hat, wie gesagt, lass uns auf jeden Fall ein Like da, guck dir definitiv auch die anderen Videos hier an und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Bis bald.